Ja, und da passiert jetzt Folgendes. Ich kann hergehen und sagen, Kathete 1 zum Quadrat und zähle dazu die Kathete 2, die ich auch zum Quadrat genommen habe. Und das Ergebnis ist dann die Hypotenuse zum Quadrat. Echt? Das schauen wir uns nochmal genauer an. Ja, nicht den Kater genauer anschauen. Ob es den Pauli auch interessiert? Na dann, gehen wir es an. Wie war das? Interessiert es dich? Okay, dann nicht. Wenn ich so sage, Hypotenuse zum Quadrat oder Kathete zum Quadrat, dann heißt das ja nichts anderes, als ich zeichne ein Quadrat mit der Seitenlänge der Kathete oder der Hypotenuse und berechne dann die Fläche. Das zeige ich euch jetzt. Das rechtwinklige Dreieck habe ich gezeichnet. Die Hypotenuse, die Kathete 1 und die Kathete 2. Oder wenn man mag, die Kathete 1, die Kathete 2, ganz egal. Und die hat jetzt also eine Seitenlänge von 6 Kästchen, 6 cm. Die hat eine Seitenlänge von 8 Kästchen und die hat eine Seitenlänge von 10 Kästchen. Und wenn ich also jetzt da ein Quadrat zeichne, dann schauen wir mal, was das für Fläche hat. Und ich habe gesagt, die Fläche vom Quadrat über der einen Kathete und die Fläche vom Quadrat über die zweite Kathete, wenn man das zusammenzählt, also muss ich da jetzt wieder mit 37 weiterfahren. Das sind also insgesamt beide zusammengezählt 100 Quadratzentimeter. Und jetzt schauen wir uns an, wie viele Quadratzentimeter das Quadrat mit der Seitenlänge von der Hypotenuse hat. Los geht's. Juhu, sind beide gleich groß. Das Kathetenquadrat plus das Kathetenquadrat sind gleich groß wie das Hypotenusenquadrat. Wir haben also gesehen, das funktioniert.